Es ist verblüffend. Die Aufregung wegen Kevin Kühnert nimmt einfach kein Ende. Was hat der da für eine Welle losgetreten? Dieser freche kleine Umverteiler. Unglaublich, ja. Der Mann, der Konzerne wie BMW vergesellschaften will. Und der meint, jeder Deutsche soll nur noch so viel Wohnraum besitzen, wie er selbst bewohnt. Ne? Wie soll ich denn alle meine Häuser selber bewohnen? Geht doch gar nicht, Kevin. Und was sagt denn das Volk zu Robin Hoodies Ideen? Enteignen, ich weiß es nicht. Das sind ja dann Verhältnisse wie in der früheren DDR. Der Mann ist doch nicht mehr bei seinem Verstand, glaube ich. Das ist ein Knallkopf, das ist nicht weiter. Nicht weiter. Der Knallkopf will Kuba nur ohne Sonne, wa? Gut, sagen wir dazu, eine staatlich gelenkte Volkswirtschaft kann kein geistig gesunder Mensch wollen. Aber ich sag mal, ein Staat, der nur staunend daneben steht, während immer mehr Bürger die Hälfte ihres Einkommens für Miete zahlen, ist ja auch nicht die Lösung. Im Übrigen, Kühnert ist Juso-Chef, nicht Bundeskanzler. Ja? Und auch nicht Staatsratsvorsitzender. Was ist denn das? Ja, Debatten über Gerechtigkeit in einem Land mit 9 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor. Viele davon mit Top-Chancen auf Altersarmut müssen ja wohl möglich sein. Aber gut, für Deutschlands Leistungsträger ist Kühnert jetzt Feindbild Nummer 1. Der könnte auch, weiß ich nicht, die Lottozahlen vorlesen und die Leute würden das hier verstehen. Wir wollen Menschen schaden und wir wollen morgen zu den Mistgabeln und Fackeln greifen. Wir wollen Konzernzentralen stürmen. Wir wollen Revolution. Für diese Art der Politik stehen die Jusos. Ich wusste es. Ich wusste es. Dreckiger Stalinisto. Ja. Ja. Wirklich selten eine so hysterische Debatte erlebt. Die Bild-Zeitung schreibt, Zitat, die DDR, ein Land mit Schießbefehl gegen die eigenen Bürger. Und nun liegt Kevin Kühnert im Schützengraben und träumt vom neuen Klassenkampf. Verstehen Sie? Ja, wenn Sie versuchen, das Gebiet der BRD zu verlassen, wird Kevin Kühnert auf Sie schießen, meine Damen und Herren. Und hier Annegret Kramp-Karrenbauer kommt mit einem Kühnert-Vergleich, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Mich erinnert das an jemand, der mit seinem Hund spazieren geht. Und da sind dann die Hundebesitzer, die sagen, ja, aber er will doch nur spielen. Kann man ja glauben, aber wenn man nachher mit tiefen Bissen im Krankenhaus liegt, dann hat man eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Was redet die Frau? Hat die Frohlich geraucht oder was? Das kann doch alles nicht wahr sein. Nochmal. Selbst wenn man, wie ich auch, gegen Verstaatlichung ist, darf man doch nicht so tun, als ob unsere Art Kapitalismus 100% supi wäre. Man könnte, mal rumgesponnen, zum Beispiel Mieten staatlich deckeln. Einkünfte aus Kapital endlich so besteuern wie Arbeit. Will sich denn wenigstens die SPD mal ernsthaft mit Kühnerts Thesen auseinandersetzen? Ach, nö. Das dachte ich mir. Ja, komisch, das dachte ich mir. Ja, ist ja gerade Wahlkampf. Da sind Systemdebatten natürlich Kassengift. Dann ruft wieder Gerd Schröder bei der Nahles an und sagt, ihr spinnt ja wohl, ich stell euch das Gas ab. Wieder andere Genossen klingen, als wäre Herr Kühnert ein verhaltensauffälliges Problemkind. Wir freuen uns über eine politisierte Jugend, die solche grundsätzlichen Debatten auch anstößt. Aber diejenigen, die dann die praktische Politik am Ende umsetzen müssen, die müssen sich natürlich mit den konkreten Vorschlägen auseinandersetzen. Und das tun wir. Ja, wir haben mit dem Kevin geredet, er hat jetzt 3 Wochen Netflix-Verbot. Ne? Ja. Was ist das denn für ein herablassender Mama-Tonfall? Der Typ ist 29 und kein Teenager. Jetzt am Kiosk. Die neue Kevin. Mit allen News von deinem Lieblings-Kevin. Dem Kevin. Diese Woche? Finde den perfekten Hoodie für jede Jahreszeit und warum man ihn nie waschen darf. Außerdem der Kevin-Starschnitt. Diese Woche mit den ersten 3 Flusen aus Kevins 7-Flusen-Hipsterbart. Dr. Sommer klärt auf. Kann ich vom Kommunismus schwanger werden? Und Hilfe, mein Mitglied hängt viel zu weit links. Kevin! Kevin. Für Teenager ab 29. Ein Wahnsinn, wirklich. Völlig entgleiste Debatte. Ja. Und speziell die Sozi-Reaktionen aus der eigenen Partei, die sind wirklich absurd. Der Präsident des SPD-Wirtschaftsforums hat ja sogar den Parteiausschluss gefordert. Meine Sarrazin ist noch drin, aber Kühnert soll raus. Wir schalten mal live ins Willy-Brandt-Haus, denn dort beginnt genau jetzt eine Pressekonferenz der SPD-Disziplinarkommission unter der Leitung der Genossin Valerie Niehaus. Wir hören mal rein. So, ich
denke, wir können anfangen. Ruhe bitte. Zu Beginn möchte ich eine kurze Erklärung des SPD-Präsidiums zur Causa Kühnert verlesen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellt klar, sollte durch die Äußerungen des Herrn Kühnert der Eindruck entstanden sein, die SPD wolle an den bestehenden Verhältnissen grundsätzlich irgendetwas ändern oder sei gar eine linke Partei, dann tut uns das von Herzen leid. Selbstverständlich sind wir uns unserer primären Aufgabe in Deutschland immer bewusst, Angela Merkel so lange wie möglich im Amt zu halten. Vielen Dank. Hier, Dieter, jetzt hör mal auf, das ist doch peinlich. So, wir sind genauso bestürzt wie Sie, meine Damen und Herren. Zur Wahrheit gehört aber auch, der Kevin war leider immer ein schwieriges Kind. Schon im Grundschulalter hat er nichts mehr geliebt, als andere Kinder zu enteignen. Er hat sogar jeden Tag den BMW seiner Lehrerin vergesellschaftet. Kevin, du verdammtes Kommunistenschwein! Man hätte es wissen können. Kevin Kühnert hat der SPD schweren Schaden zugefügt. Deswegen schließen wir uns ausdrücklich der Kritik des Genossen Sigmar Gabriel an. Der Ex-SPD-Vorsitzende wirft dem Juso-Chef Methoden wie bei Donald Trump vor. Wie dem US-Präsidenten seien auch Kühnert nur der mediale Effekt und das eigene Ego wichtig. Ich wiederhole das nochmal, weil es ja doch erstmal komisch klingt. Sigmar Gabriel, also der Sigmar Gabriel, findet, dass Kevin Kühnert ein mediengeiler Egomane ist. Leute, bitte. Gibt es sonst noch Fragen von Presseseite? Ja, ich hätte eine. Steht nicht im aktuellen SPD-Grundsatzprogramm der Satz, der demokratische Sozialismus bleibt für uns die Vision einer freien und solidarischen Gesellschaft? Gibt's sonst noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Gut, der Disziplinarausschuss der SPD gibt bekannt, als Gegengewicht zu den aufmüffigen Jusos gründet sich heute eine neue Organisation. Die alten Sozialdemokraten in der SPD, kurz die Asis. An dem Namen könnte man, egal. Außerdem wird folgende Strafe gegen Kevin Kühnert verhängt. Er schreibt jetzt hier vor den Augen der Weltpresse 500 Mal an die Tafel, ich soll keine eigenen Ideen mehr haben. Ja, nun komm, mach weiter, sind noch 492. Und in Schönschrift, Kevin. Valerie Niehaus, meine Damen und Herren, vielen Dank. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, Scheiße! Überall lassen die ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da.